Ja, wie gut, dass dieses Studio hier ein festes Dach hat. Bei diesem Wetter, da denkt natürlich jeder an Eis, aber kein Mensch denkt an Eishockey. Und das kann ich ja gut nachempfinden. Mit diesem Gedanken mussten sich aber gestern Abend die Spieler des MERC anfreunden, denn das erste Saisontraining im Mannheimer Eisstadion stand auf dem Programm. In schwerer, warmer Ausrüstung die Cracks auf dem Eis, in Shorts und T-Shirts, wir hinter der Bande. Wir beobachteten dabei die Neulinge. Der wohl wichtigste Neuzugang, Trainer Olle Öst. Der Schwede formte in den letzten 3 Jahren die Berliner Preußen zu einem Spitzenteam. Öst war von vielen Clubs in ganz Europa heiß umworben. Seine Entscheidung für Mannheim ein Glücksfall für den MERC. Auch deswegen, weil es allein Öst zu verdanken ist, dass der schwedische Nationalspieler Jonas Bergqvist jetzt für Mannheim stürmt. Rund 150 Mal trug er das Drei-Kronen-Trikot, war 1988 Weltmeister und spielte zuletzt in der nordamerikanischen Profiliga. Von dort kommt auch Dale Krantz, ebenfalls Stürmer und als Torjäger der Adirondack Red Wings äußerst erfolgreich. Möglicher Nachteil der beiden Ausländer, sie besitzen keine Bundesliga-Erfahrung. Bei ihrer internationalen Klasse dürfte die Anpassung ans deutsche Eishockey aber schnell gelingen. Keine Anpassungsprobleme sind für 2 Bundesliga-Haudegen zu befürchten. Hier Georges Fritz, der Ex-Kapitän aus Schwenningen, und Manfred Wolf, der MRC-Heimkehrer von Meister Düsseldorf. Fritz und Wolf, beide sind ebenfalls Stürmer. Zur Verstärkung der Abwehr soll Stefan Königer beitragen. Er kommt ebenfalls von der Düsseldorfer EG, wo er sich zuletzt nicht mehr sehr wohl gefühlt hat. Christian Kurt vom EC Bad Tölz gilt als eines der größten Talente, kann sowohl im Sturm als auch in der Abwehr spielen. Allerdings liegt seine endgültige Freigabe noch nicht vor. In die Rubrik Junges Blut und Talent gehören auch noch Toni Plattner aus Bayreuth und der lange Volker Lindenzweig aus dem eigenen Nachwuchs. Die MRC-Einkaufsliste ist eine gute Mischung aus Klasse, Routine, Jugend und Talent. Und schon im ersten Training waren Teamgeist, Motivation und Lust auf die neue Saison sichtbar. Der MRC will wieder oben mitspielen. Ja, da ist Daumendrücken angesagt und das erste Freundschaftsspiel ist am 12. August beim Stadionfest gegen den EHC Essen West. Sind Sie doch dabei, nehme ich.